Vor meiner Lehre war ich wirklich unsportlich. Ich habe gar keinen Sport gemacht, habe gar nicht auf den Körperbau geschaut. Aber seit ich in der Lehre bin, mache ich das meiste an Sport auf dem Bau. Ich bin Raphael, bin 17, mache eine Lehre als Grundbau im ersten Lehrjahr. Und heute zeige ich euch, wie es auf unserer Baustelle läuft. Ich mache Lehre als Grundbauer bei der Firma Velauer AG. Wir sind da gerade Vorbereitung für die drei Häuser. Wir machen Baugrubensicherung, so Schmundwände und Regelwände, dass die nachher die Bauarbeiter, die da mitarbeiten, dass die gesichert sind. Zu unserem Team auf der Baustelle gehört Sandro und Fabian. Die sind beide Maschinisten. Der eine ist Baggerist und der andere ist Bohrmaschinist. Der andere ist ein normaler Mitarbeiter und Ingo ist unser Polier, der auf der Baustelle alles sorgt, Material bestellt und den Plan vermessen. Ich schaffe schon seit rund 40 Jahren auf dem Bau. Als Funktion hatte ich mal angefangen mit normalen Bauarbeiter, über Maschinist, Vorarbeiter und jetzt Polier seit etlichen Jahren. Als Polier hat man folgende Funktionen auf der Baustelle. Man hat die Organisation, die AWO, die Arbeitsvorbereitung, die Disposition, Maschinen, Geräte, den Personaleinsatz zu planen, möglichst auch mal vorauszudenken, wirtschaftlich zu arbeiten und zu handeln. Auf diesem Projekt der Baustelle hier in Entenschnabel-Elk erstellen wir eine Baugrubensicherung mit einer armierten Spritzbetonschale, die dann verankert wird in bestehenden Rund mit einer Einbindung. Der Sinn dieser ganzen Baugrubensicherung ist erstens der Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz, dass die Nächsten, die kommen, der Hochbau und so weiter, dass sie hier nicht irgendwelche Unfälle haben durch herabstürzende Erdreich oder Bäume, was so hätte sein können. Wenn ich Fragen habe, kann ich jeder gut fragen gehen, weil jeder ist dazu da, um Fragen zu beantworten. Und bei der Maschine, die meisten Maschinen habe ich schon direkt am Anfang kennengelernt, auch schon, wo ich am Schnupprojekt bin und auch schon mit denen arbeiten. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dass ich jetzt die Lehre als Grundbau da weitermache, weil ich die Maschine schon kenne. Bei uns hat man ständig auch mit neuen Maschinen zu tun, weil das ist heute so. Es wird immer die neueste Technik verwendet. Wir haben GPS, wir haben Laser, wir haben alles, was man braucht. Und erfordert natürlich auch ein bisschen ein Intellekt. Also heute ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, wo man eine Schaufel hatte und war gut. Heute muss man schon wirklich auch sein Mann stehen in der Bewältigung der Aufgaben. Also es ist nicht mehr so wie früher. Wir sind jetzt in der Schule der Mais. Ich habe da auch bestanden. Ich dürfte jetzt sogar Bagger fahren, aber ich lasse es eh nicht unseren Polier machen, weil er halt das besser kann. So, ich kann immer, wenn wir nach dem Spritzen nichts zu tun haben, kann ich schon im Bagger sein und halt ein bisschen üben und den Boden schön gerade ziehen, dass man halt wieder laufen kann. Also der Beruf Grundbauer ist eigentlich der abwechslungsreichste Beruf, den ich kenne. Ich hatte ja vorher Baupraxis in anderen Bereichen, Brückenbau, Straßenbau. Aber Grundbau ist jeden Tag eine neue Überraschung, sage ich mal. Ist wie ein Wunschpaket. Man kommt hin, denkt, es läuft tipptopp und dann kommt das Wasser aus, Schichtwasser raus oder die Anker gehen nicht rein oder irgendwas immer. Und da muss man sehr auch flexibel sein. Man kann da nicht stur einfach so nach dem Motto pauschal arbeiten. Das funktioniert bei uns nicht. Man muss immer auf der Höhe sein und nichts verpassen. Bist du auch bereit auf eine Karriere auf dem Bau? Dann informiert euch jetzt unter bauberuf.ch.